Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert hier auf diesem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir haben hier in der letzten Folge entschieden, dass wir hier unsere Reise nach Zierchester fortsetzen und nicht in die Naturzone gehen, um unsere Pokémon zu trainieren. Denn die wilden Pokémon sind hier schon alle ziemlich stark. Die sind hier meistens schon auf Level 40 und somit stärker als meine Pokémon. Aber wilde Pokémon sind ja nicht so stark wie die von Trainern. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen da mal unsere Fahrt nach Zierchester fort. Denn, ja, wir können ja auch hier unsere Pokémon trainieren. Und ja, das machen wir da gleich mal mit diesem wilden Pokémon. Denn das sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Und dann haben wir ja das Flugtaxi freigeschaltet in Zierchester und können ja noch immer hin und her fliegen. So, ihr seht schon, Golbit ist hier auf Level 41. Aber normalerweise kann ich das mit Gordraum eigentlich sehr, sehr schnell besiegen. Aber das Komische war eben, die Pokémon der Trainer auf der letzten Route, wo ich gerade war, die hatten nur Pokémon auf Level 35 und auch Hopp war eigentlich sehr, sehr leicht in der letzten Folge zu besiegen. In der letzten Folge gab es ja auch noch einen Zwischenfall in Claw City, aber da wurde ich nicht mitgenommen. Und ja, mir wurde gesagt, ich soll meine Reise nach Zierchester fortsetzen, um hier ja die Orden zu sammeln. Momentan haben wir ja schon 5 Arena-Orden und der 6. wartet hier in Zierchester auf uns. So, Sedimantur. Sehr, sehr interessante Pokémon, muss ich sagen, gibt es hier. Will ich mir auch gerne mal holen, wenn eines mein Gordraum überleben würde. Nö, auch das sieht sehr, sehr leicht zu bekämpfen aus. Hat aber cool ausgesehen. Oh, Gordraum bald Level 40. Ah, Milzer, das ist so schwierig zu trainieren. Aber das sollte sich bald entwickeln. Vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge schon zu entwickeln. Und hier ist Sackgasse oder wie? Tipps für Trainer. Du kannst Watt sammeln, indem du einfach die leuchtenden Pokémon-Nests in der Naturzone untersuchst. Ja, das wissen wir schon. Danke, dass da einfach so random ein Schild herumsteht, das uns das sagt. Oh, ein Sonnenstern! Hi! Oh, Sonnenfell. Sorry. So heißen die Dinger ja. Ja, Route 8 eigentlich sehr interessant. Irgendwie fällt mir in dieser Route etwas an Story, weil das sieht nach einem sehr geschichtsträchtigen Ort von der Galar-Region aus. Deshalb, ja, wundert es mich hier, dass hier nicht irgendwas Besonderes passiert. Irgendwelche Forschungen angestellt werden von Sania, aber die ist ja gerade in, ja, Claw City beschäftigt. Oh, Granowitz entwickelt sich. Eigentlich wollte ich die Entwicklung von Milzer sehen, aber, na gut, wenn sich Granowitz auch entwickelt hier auf Level 38, dann gut. Dann haben wir jetzt ein, wie heißt das Ding noch schnell? Krarmor. Sieht eigentlich richtig heftig aus. Also mir gefällt diese Entwicklung sehr, sehr gut. Seht euch das an. Flugstahl, 75 Kilo und eine Größe von 2,2 Metern. Stellt euch mal vor, das begegnet euch in Real Life. Da würde ich schon mal zurückschrecken. Ja, ich möchte gerne Stahlflügel eigentlich lernen. Das wäre die erste Stahlattacke dann. Pflücker. Boah, Schnabel. Ja, komm, verlernen wir Pflücker. Yeah. Boah, sieht schon sehr, sehr schick aus, dieses Pokémon. Was ist das eigentlich für eine Ratte? Na gut, dann müssen wir wohl da runter, wenn es sonst nur Sackgassen gibt. Da gibt es auch gleich mal den Kampf. Einen Augenblick bitte. Es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Ja, Gesundheitscheck stelle ich mir jetzt, ja, nicht mit einem Kampf vor, liebe Ärztin Romina. Hättest du mich besser heilen können, wäre schlauer gewesen. Und Hauptsache, du stehst hier mit einem Roselia in diesem Ding. Aber immer gut. So. Setz mir mal Abschlag ein. Haha. Ja. Easy. Ihr seht schon, dieses Pokémon ist dann auf einmal plötzlich nur mehr auf Level 36. Ich verstehe es nicht ganz. Primarno. Keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Aber, okay, es ist ein Feen-Pokémon. Also sieht sehr nach einer Fee aus. Leider schwebt sie nicht. Aber auch easy besiegt. Ja, wenn es meinem Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich total schlecht. Dann darfst du eben nicht damit mit denen kämpfen. Kleiner Tipp von mir. Wenn ihr was nicht wollt, dass was passiert, dann macht's nicht. Wow!
Oh, das sieht süß aus. Geronimatz, wild. Mal schauen, ob du hier meine Attacken überlebst. Mal Abschlag. Oh. Aber, ich kann mir probieren es einfach. Und Volltreffer. Sonst hätte ich mich schon gewundert, wieso es so stark ist. Ja, schauen wir mal, ob es einfach drinnen bleibt. Wenn es nicht beim ersten Mal drinnen bleibt, dann besiegen wir es. Also bleib lieber drinnen, wenn du überleben möchtest. Hat mich wohl gehört. Gut. Klasse, Geronimatz wurde gefangen. Sehr, sehr nice. So. Boah, Cramor sieht auch da drinnen mega cool aus. Nein, keinen Spitznamen. Hat da was geklitzert und gefunkelt? Ha! Du hast 3 Kapseln X-Verteidigung gefunden. Ja, finde ich nicht coole Dinge. Benutze ich eigentlich nie. So. Ja, da finde ich die Kameraperspektive etwas schwierig. Schade, dass man die nicht irgendwie drehen kann. Gibt es da oben was? Ah, da gab es hier diesen Pokéball. Gehen wir gleich mal rauf. Vielleicht gibt es hier irgendwas Spannendes hier. Oh, eine TM. Schmalhorn. Okay. Das Pokémon da unten sieht auch sehr, sehr spannend aus, muss ich sagen, was aus dieser Höhle kommt. Wenn das ein Pokémon überhaupt ist. Da sind wir raufgekommen. Nein, da sind wir raufgekommen. Und da unten, das ist dieses Pokémon, die Entwicklung von diesem Prakti-Ding, oder? Das hier. Das sieht so lustig aus. Jetzt auf einmal hat es. Okay. Aber wir sind in einen Apollo gelaufen. Und nicht gegen dieses Entwicklung von Prakti. So, Apollo. Überlebst du einen Abschlag von mir? Falls ja, fange ich dich. Falls nein, okay, nein, bist du Geschichte. Ciao, ciao. So, das läuft mir direkt rein. Ach, sieht so lustig aus. Strepoli! So. Oh, es überlebt? Dann probieren wir es einfach zum Fangen. Steinhagel! Okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass es mehr Schaden ausmacht. Okay, wenn du nicht drinnen bleibst. Wirst du besiegt? So einfach lauten die Regeln hier. Nice, Squadron Level 42 und Milza erreicht Level 35. Die entwickelt sie sich. Die Entwicklung, auf die ich schon so lange gewartet habe. Aber Milza hat 3 Entwicklungen und nicht nur 2. Deswegen, jo. Boah, sieht nice aus. Yeah. Glückwunsch, dein Milza hat sich zu einem Scharfax entwickelt. Okay, das ist schon größer. 1 Meter und 36 Kilo. 3 Hypertränke. Nice. Dieser Vogel hat wirklich mal einen Vogel. So, gegen dich möchte ich aber gerne kämpfen, was du auch immer bist. Ein Legios! Was ist denn das? Ich meine, hallo? Sind das mehrere Pokémon zu einem zusammengefasst? Oh! Didn't see that coming? Dass das sehr effektiv jetzt wird? Nächstes Pokémon rufen, was holen wir uns? Grarmor. Da sind sehr viele R's drinnen. Oh, das sieht so schön aus. Stahlflügel? Bohrschnabel? Dann machen wir mal Bohrschnabel, keine Ahnung. Ha! Fehlgeschlagen, weil es eine Bodenattacke ist! Ah, okay. Überlebt. So, einsetzen.
Okay. Vielleicht können wir sie noch etwas hier schwächen. Ja, Überrumpler hilft nichts. Du triffst mich nicht. Das ist eine Bodenattacke. Okay. Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber Stahlflügel killt das Ganze, schätze ich mal. Ja, wir müssen es einfach mit dem Superball nochmal probieren. Ich möchte das Pokémon schon fangen, das interessiert mich. Ah. Ja komm, wir probieren halt nochmal. Wir probieren halt einfach Stahlflügel. Yes! Es hat überlebt! Es hat überlebt! Boah, wieso ist denn das so stark? Wieso ist das wirklich so schwierig zu fangen? Es wackelt nicht mal einmal oder so. Was? Die anderen Pokémon waren gerade alle so leicht zu fangen. Aber hier will man halt auch eine ganze Legion auf einmal fangen. Das sieht so süß aus. Oh, das war stark. Quillerball, nö, Premierball. Ich weiß nicht, was für eine Fangrate also der Premierball hat. Ob das besser ist als Superball. Anscheinend nicht. Finalformation. Was geht hier ab? Okay. Alles steigt einfach, okay. Okay, steigt wirklich alles. Igios kann nicht mehr fliehen? Was? Komm schon! Einmal. Fast hätte es geklappt, ja klar. Ja, okay, ich habe keine Lust mehr drauf. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Flucht. Flucht gescheitert, ja. Ja, komm, wir kämpfen mit Scharfax. Ja, komm, Drachenklaue. Das sieht so cool aus, diese kleine Legion hier. Oh! Ja, aber jetzt probieren wir es nochmal zu fangen, mit so wenig Leben! Ja. Das ist ja... Es hat hier wirklich nur noch einen KP. Ziemlich stark. Ja, nach diesem Kampf haben wir jetzt einiges zum Heilen. Was? No way! No way, Leute! Was geht denn hier ab? Sag nicht, dieses Pokémon killt mein ganzes Team. So, entweder jetzt Beleber, um sicher zu gehen, oder Funkensprung. Was?
Das gibt's doch nicht. Ich wurde zum ersten Mal besiegt. Und das von einem Pokémon. Von einem wilden Pokémon, das eine kleine Legion ist. Ist das wirklich... War das jetzt wirklich... Ist das gerade wirklich passiert? Ist das gerade wirklich passiert? Leute, ist es gerade... Really? Really? Das, da bleibt mir nur ein Wort zu sagen. LOL. Was war das? Was zum Teufel war das? LOL. Aber na gut. Wir haben jetzt ja schon die Trainer besiegt. Wir können da... Wir wissen, wohin es hier geht. Da sind wir ja dann gleich wieder. LOL. Einfach nur LOL. Jetzt weiß ich, wo ich herumgehen werde. Und gegen welches Pokémon ich auf keinen Fall jetzt antreten werde. Das... Eine Legion aus Pokémon... besiegt mich hier. Oh, hier ist dieser blöde Vogel. Das Ding reibt halt auch auf. Geronimax. Wir flüchten hier einfach. Wir sind so frech und flüchten und gehen hier weiter. Okay, wenn ich mich auf der Stiege befinde, freezen alle Pokémon. Lustig. Das ist ziemlich lustig, dass, wenn man sich auf dieser Leiter befindet, dass da alle Pokémon einfach stehen bleiben, da wo sie sind. Das ist auch sehr lustig. Wow. So. Jetzt muss ich sagen, bin ich eigentlich nicht so gehypt. Oh, Luxusbälle. So veranlasst, gegen dieses Pokémon hier zu kämpfen. Auch wenn es hier so lustig rausmarschiert. So, müssen wir hier rauf? Müssen wir hier... Ich glaube, wir müssen rauf. Oder wir müssen nicht drauf, aber da gibt es irgendwas. Riesennugget. Hat einen großen Wert. Kann man verkaufen. Muss man aber nicht. Kann man. Okay. Geronimax. Wild. Geht los, Squadron. Du schaffst es. Oder so. Yeah. Ich will eigentlich nur noch nach Tierchester. Aber erstmal kämpfen. Yeah, yeah, yeah. Hey, Dude, unsere Rap-Session ist jetzt live. Fast ein Hit. Put your hands up in the air. Na los, mach mit. Ja, Leute, wenn ihr mich sehen würdet, ich habe schon meine Hände oben. Oh, was für ein... Das würde, ist auch von dem Pikachu inspiriert. Ja, Trommelschläge. Stachelfinale. Für das, dass es sehr effektiv war, hat es wirklich sehr wenig Schaden gemacht, muss ich sagen. Yeah! Okay, das hat jetzt meinem Guardraum etwas Schaden gemacht, aber egal. Ist das da oben? Ist es ein Pokémon? Bewegt sich, also muss es ein Pokémon sein. Komme ich da irgendwie rauf? Aber ich will eigentlich nicht so viele Experimente mehr starten. Oh, viele Nuggets gibt's hier. Kingstein!
Wah! Was macht der Kingstein? Irgendwas mit Stärke der Attacke ist gestanden, oder? Ah, da sieht es nicht ausgegangen aus. Beutel. Kampftasche. Bärentasche, Trainingstasche. Kingstein. Gibst du seinem Pokémon zu tragen, lässt es mit seinem Angriff das Ziel gelegentlich zurückschrecken. Das klingt sehr, sehr gut. Das geben wir gleich mal Gramoa. So. Rein hier mit uns. Sind wir jetzt in Tierchester oder müssen wir hier noch über eine Route? Und hier schneit es auf einmal. Wir waren gerade hier in so einer richtig heißen antiken Stadt. Da sind wir in den Dunsel. Und auf einmal schneit es. Alles klar. Alles klar. Und hier sind wir in Tierchester. Yeah! Sieht sehr hübsch aus. Da ist die... Es ist nicht das Stadion, aber dahinter war das Stadion. Hier ist es. Ist das Gestein? Dann dürften wir eigentlich mit unserem Gordrum gute Chancen haben. Boah, ist das Pokémon süß. Willkommen in der Stadt des Schnees. Wie dieser Ort heißt, muss ich dir sicher nicht sagen. Boing, Pion, Pion. Na gut. Sieht eigentlich süß hier aus. Was gibt's da? Sehr weihnachtlich. Schau da mal rein, das sieht sehr interessant aus. Wieso erzählst du mir über den Wandteppich und wieso sieht mich der Junge an? Ja, lasst es euch schmecken, Leute. Ich gehe da mal raus und schau da mal rauf zur Arena, ob ich da einfach rein kann oder ob ich da irgendwas tun muss. Was steht denn davor? Was ist das für ein Typ? Wow! Ich will absteigen. Zieh jetzt das Stadion. Okay, gib mir keinen Aufschluss über den Typ. Wenn es eine Eisarena oder sowas ist, dann wäre es halt cool, wenn es Feuer wäre oder so. Ja, wenn ich Feuer hätte. Oh Mann, ich habe gerade eine riesen Pleite heimgefahren. Meine Strategie gegen Gesteins-Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Liga-Karte des Arena-Leiters, gegen den ich gerade verloren habe. Wirf besser einen guten Blick drauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Du hältst die Liga-Karte von Mac, du sortierst die Liga-Karte in dein Iron Man. Ja. Hab Durst verloren. Ich werde es hoffentlich wieder beim ersten Mal schaffen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir beenden hier diese Folge. Und das nächste Mal werden wir gegen Mac hier kämpfen. In Tierchester, in der... Ja, Gesteins-Pokémon. Sollte ich eigentlich mit Gordrum eigentlich kein Problem haben. Deswegen schaltet das nächste Mal unbedingt wieder ein. Wir sehen uns. Bis dahin, macht auf alle Fälle gut. Und haut rein, Leute. Falls ihr neu seid, noch ein Abo da lassen. Ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, unbedingt die Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut und ciao.